Hallo, hier ist Basti Zilla, endlich mal wieder mit einem neuen Video. Und heute ist mal was ganz anderes dran. Das ist nämlich diesmal das Review zu der Jurassic World Blu-ray Special Edition mit den zwei Saurierfiguren. Die schöne Sammlerbox, die wollte ich mir eigentlich schon letztes Jahr holen, wo sie neu rausgekommen ist. Aber weil sie da doch noch ein bisschen zu teuer war, habe ich jetzt so zugegriffen, wo sie mal zu einem besseren Preis gab. Hier ist erstmal der Box, erstmal schönes Jurassic World Logo. Und ja, hier, was es auch immer sein soll, Bäume, Dschungel, was weiß ich, was hier auch beim Logo unten dran ist. Dann hat man hier drin, sieht man schon den schönen Hintergrund. Den kann man auch rausmachen und da kann man die Figuren dann schön vor den Hintergrund stellen. Dann hier noch das Zeug. Auf der Rückseite ein schönes Bild von 10 von den Hybrid Indominus Rex. Auf der Seite noch immer dasselbe. Und ja, das war's eigentlich. Das war die Box. So, und hier ist das schöne Steelbook, was in der Box kommt. Das ist übrigens genau dasselbe Steelbook wie das Standard. Aber das ist nicht so schlimm. Ich glaube, in der amerikanischen Version von der Box sind Blu-ray 3D und normale Blu-ray drin. Und das ist da kein Steelbook, sondern nur das Logo als kleine Mini-Hülle. Also ist jetzt nicht sonderlich spektakulär gemacht hier das Steelbook, nur das Logo vorne drauf und hinten die zerkratzte Wand vom Indominus Rex Gehege. Und es hat auch so einen schönen Glanzeffekt, so einen blauen Schimmereffekt, ich weiß nicht, ob man es hier sieht. Auf jeden Fall ist es schon richtig schön gemacht. Und innen drin hat man noch ein schönes Bild von Owen und den 4 Raptoren. Ist gerade nicht drin, ist gerade im Player. So, jetzt aber zu den Dingen, weshalb ich mir die Box geholt habe. Und zwar einmal hier der T-Rex und der Indominus Rex. Gucken wir uns doch erst einmal die gute alte Rex hier an. Die beiden Figuren sind wirklich richtig schön detailliert. Nur manchmal kommt das nicht so richtig zur Geltung wegen der Farbgestaltung. Aber eigentlich sehen sie doch richtig super aus. Beide sind hier auf so einer schönen Standbase mit dem Jurassic World Logo und haben hier unten so kleine Noppen, dass das nicht so schnell verrutscht, wenn man es ins Regal stellt. Und außerdem ist die Seite hier magnetisch, damit sie auch schön zusammenhalten. Rexy ist wirklich richtig schön gemacht, die Form ist wirklich haargenau so gelungen, wie es im Film auch wirklich aussah, besonders die Kopfform. Viele von den Jurassic World Spielzeugfiguren und sonst sowas, da hat mir der Tyrannosaurus Rex nie richtig gefallen, weil der Kopf nicht gestimmt hat. Aber hier stimmt's wirklich. Die Kopfform in den Jurassic Park Filmen ist halt das, was ich am meisten mag an den T-Rex. Die Augen sind da etwas dunkler gehalten. Deswegen sieht es auch schön aus, als wäre der Schatten. Das hätte man bei den Rillen eigentlich auch machen können, so ein bisschen die Rillen ausfüllen mit dunklerer Farbe. Aber naja, sieht nicht schlecht aus. Die Zähne, die sind alle einzeln modelliert. Nicht wie bei manchen Bandai Godzilla Figuren, eine Platte und die Dinger sind nur aufgemalt. Dann hier schön Adern und Falten. Ist schon richtig schön gemacht. Von Details her stimmt alles. Ich bin zufrieden. Und hier das, woran man erkennt, dass es dasselbe T-Rex wie im allerersten Jurassic Park Film ist. Die Narben im ersten Teil haben ja zum Schluss die Raptoren den T-Rex angegriffen. Das sind die Narben, die übrig geblieben sind. Und das haben sie auch richtig schön gemacht. Die Narben. So, dann war es das erste Mal mit dem T-Rex. Und da haben wir hier einen E-Rex. Also was ich an der Figur liebe, ist hier die Position hier. Der ist in Angriffsstellung. Mit einem Arm auf dem Boden. Also das ist wirklich richtig cool gemacht. Denn hier, ich finde die Augen haben sie so schön gemacht. Der guckt wirklich genau wie im Film. Ah Mist, das erkennt man nicht so richtig. Doch jetzt. Dann die
Rädern oder was das waren, die er hier am Hinterkopf gehabt hat. Ich glaube, die war ein bisschen größer im Film gewesen, aber ist trotzdem schön gemacht bei der Figur. Die Hörner sind genau richtig, waren ja nur so kleine Hörner. Dann hier die Federn am Arm sind schön gemacht. Und das ganze Vieh ist wirklich auch richtig schön detailliert und vor allem stachelig. Das Maul ist bei denen auch schön bemalt. Es geht hier nicht gleich über wie beim Spielzeug klatschrot und hier ist die normale Hautfarbe, sondern das ist hier so ein schöner Übergang. Das haben sie schon richtig schön gemacht. Beine, Arme, sieht alles gut aus. Details stimmen. Und ja. So, wenn man die beiden aneinander stellt, merkt man, da ist ein Magnet drin. Zwar kein Dollar, aber reicht allemal. Das hält jetzt schön zusammen. Man kann die beiden auch sehr schön als Buchstützen benutzen. Ich habe zwischen den beiden das Steelbook aus der Box mit drin und das sieht auf dem Regal richtig schön aus. Und wie gesagt, den Hintergrund aus der Box kann man auch dahinter machen, aber mein Regal ist da nicht tief genug und deswegen kommt die Figur da nicht zum Vorschein, es wirft dann zu viel Schatten. Als Hintergrund sind hier ein paar Bilder von der, also vom Park selber, die sind nicht sonderlich scharf gedruckt. So, dann war es das auch schon fast wieder mit dem Video. Was ich noch sagen wollte, ich werde jetzt alle vier Jurassic Park Filme auch mal reviewen. Wollte jetzt nicht in dem Video jetzt über den Film mehr reden. Und ja, dann war es das eigentlich. Kann man sich ruhig holen, die Box. Also wegen den Figuren würde ich sagen, lohnt sich auf alle Fälle. Muss man nur gucken, dass man sie noch unter 100 Euro kriegt. Sind schon schön. Vor allem wer das Steelbook noch nicht hat, der kann es auch mit der Box kriegen. Aber das kann man auch sehr preiswert so kriegen, wenn man die Figuren nicht unbedingt dazu braucht. Und ja, da verabschiede ich mich.